Digital oder analog, für die Baubranche gilt sowohl als auch. 93% der Bauunternehmen gehen davon aus, dass die Digitalisierung sämtliche Prozesse beeinflussen wird. Aber nur 6% der Bauunternehmen nutzen digitale Planungsinstrumente tatsächlich. Dabei lassen sich durch BIM, durch Building Information Modeling, Kosten in Milliardenhöhe sparen. Autodesk stellt solche Software her und ist weltweit führend für 2D- und 3D-Design. Über die digitale Transformation spreche ich jetzt mit Roland Zelles, Vice President EMEA von Autodesk. Mein Name ist Georg Sahnen. Herzlich willkommen zu The Business Debate. Willkommen, Herr Zelles. Hinter Autodesk stehen Ingenieure, die Software schreiben für Ingenieure. Was viele Menschen nicht wissen, Autodesk steckt in unserem täglichen Leben. Wo genau? In Ihrem täglichen Leben, wenn Sie jetzt im Raum um sich herum schauen, Ihre Möbel, das Haus, in dem Sie sich befinden oder das Auto, mit dem Sie nachher fahren werden, ist mit unserer Software designed. Das heißt, es steckt eigentlich im täglichen Leben, Straßenplanung etc. Wir reden ja über die Bauindustrie. In sämtlichen Branchen eigentlich heißt es digital 4.0, auch im Bauwesen ist das so. Der Weg zur Digitalisierung ist oftmals weit. Ist der sehr weit? Ist ein großer Schritt, sicherlich. Die Baubranche, die hängt noch sehr stark an der Tradition und man kann durchaus sagen, dass Tradition trifft die Moderne. Vom Pyramidenbau bis heute hat sich die Baubranche natürlich weiterentwickelt, aber die Art und Weise, wie gebaut wird, ist immer noch vergleichbar. Und durch die Technologie von heute könnten Sie natürlich viele Prozesse verbessern, verschlanken und auch produktiver werden. Was muss denn die Baubranche jetzt konkret an Schritten unternehmen, um Anschluss zu gewinnen? Also es ist ganz wichtig, zwei Sachen zu machen. Das erste ist investieren in IT, um einfach Automatisierung und auch Innovation zu fördern. Und das zweite, Ausbildung in Mitarbeiter. Also Building Information Modeling will gelernt sein. Und das heißt auch Ausbildung. Wie arbeiten Sie auf dem Sektor? Zum einen natürlich intern für uns erstmal, dass wir natürlich unsere Mitarbeiter entsprechend ausbilden, weil die ja die Architekten, die Bauingenieure und die Baukonzerne auch beraten sollen. Der größere Anteil ist aktuell bei den Universitäten und den Hochschulen, dass wir sicherstellen, dass unsere Software überall zur Verfügung steht. Das heißt, jeder Student und jede Universität kann unsere Software auch kostenlos nutzen und wir auch entsprechende Skripten für die Professoren und für die Studenten zur Verfügung stellen, sodass man das auch entsprechend üben kann. Die Technologien liegen vor. Es gibt Drohnen beispielsweise im Einsatz. Über die Software haben wir gerade gesprochen. Und es gibt beispielsweise Roboter, die Wände verputzen. Also so betrachtet, stirbt das Berufsbild des klassischen Maurers aus? Wie bei allen Berufsbildern, die von Automatisierung und Optimierung betroffen sind, verändert sich das Berufsbild. Sie haben recht, es gibt Roboter, die mauern. Also wenn Sie das anschauen, der mauert natürlich auch schneller wie ein Maurer, verputzt unter Umständen auch. Wir können natürlich nicht mit einem Roboter direkt konkurrieren, aber was wir machen können, ist die Mitarbeiter entsprechend ausbilden, damit die solche Systeme bedienen können. Und das Programm, das wir haben, ist letztendlich, wir bilden die Mitarbeiter aus, dass die statt Handschuhe und Schaufel auf dem iPad wechseln und dann tatsächlich diese Systeme bedienen. 3D-Drucker sind natürlich auch am Start sozusagen. Das heißt, wird sich auch für den Endkunden was ändern? Wird es da künftig, sagen wir, eine Bestellung, einen Konfigurator geben, wo man so ein Projekt entsprechend entwirft und das dann später auch so auf den Hof gestellt bekommen wird? Ja, 3D-Drucken spielt in der Baubranche auch eine Rolle. Das fängt an bei Materialien und neuen Materialien, die Sie tatsächlich damit auch herstellen können. Wir haben auch in der Universität in Stanford einen 3D-Drucker, bei dem Sie ein Haus aus Beton drucken können. Das zweite, das Sie angesprochen hatten, war das Thema Automatisieren. Also wie kann ich als Endkunde ein Haus bestellen? Und zwar sehen wir den Trend, dass das Thema industrielle Fertigung und Bauen sich miteinander verwebt. Das dritte ist dann Automatisierung. Also sprich, kann ich mir aus dem Katalog und einen Konfigurator ein Haus bauen. Das können Sie zum Teil heute schon. Wir arbeiten mit Unternehmen auch in Deutschland zusammen, die das anbieten. In 10 Jahren werden Sie wahrscheinlich, und da kommen wir wieder zurück zum Berufsbild, der Architekt halt nicht mehr den Plan macht und das Skizzieren mit Ihnen, sondern als Berater aufdrehen für Sie. Nämlich, wie wollen Sie das Haus nutzen, welche optimalen Materialien nutzen Sie und dann auch den Lebenszyklus des Gebäudes für Sie betreuen oder auch Sie darauf beraten dafür.
Die IT-Branche macht es ja eigentlich vor, gerade was virtuelle Realitäten angeht und was Plattformen angeht. Die Cloud ist da sehr wichtig. Man kooperiert auch in der Cloud. Also dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten kommt in der Baubranche, so verstehe ich das, weniger vor. Also was muss die Baubranche da noch unternehmen? Was kann sie noch von der IT-Branche lernen? Die kann weniger von der IT-Branche lernen. Wir können helfen. Ich glaube, man kann sich das gut vorstellen, wenn Sie sich die Automobilindustrie vorstellen. Da wird kein Auto gebaut, das nicht vorher komplett digital geplant wurde. Und man muss im Prinzip das gleiche Modelldenken in die Baubranche übertragen. Und da können wir helfen. Und dann spielen auch Technologien wie die Cloud eine Rolle, nämlich im Thema Zusammenarbeiten. Das spricht ein Architekt, der ein digitales Modell zur Verfügung stellt, auf das der Haustechniker zugreifen kann und dann seine Klimung und Lüftungsanlagen einplant und die Elektrotechnik, die Aufzugsfirma etc. Der Vorteil daran ist, und das ist genau der gleiche wie in der Automobilindustrie, ist der, dass man Fehler vermeidet, nämlich Planungsfehler vom einen Gewerk aufs nächste überträgt und dadurch die typischen Probleme der Bauindustrie auch erzeugt, nämlich Kosten- und Zeitüberschreitung, beziehungsweise durch die Technologie diese vermeidet. Vielen Dank, Herr Zelles, für dieses Gespräch. Seien Sie auch beim nächsten Mal dabei, dann geht es um digitale Innovationen in der Finanzbranche.